Hallo, liebe Widder, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte Oktober 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Wenn ihr möchtet, liebe Widder, könnt ihr euch natürlich gerne nach wie vor die Karten etwas genauer anschauen, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet ebenso Social Media Links sowie auch Info- und Special-Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, alles aufgelistet unterhalb von diesem Video in der Infobox. Dort findet ihr beispielsweise auch euer Jahresreading für das aktuelle Jahr und auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich ebenso gerne ansehen. Müsst ihr natürlich nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte Oktober 2022 meiner Widder. Das ist der Vogel. Der Vogel ist euer Krafttier für diese Zeitspanne, liebe Widder, und das Seelenfeuer ist eure Hauptenergie. Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen. Verbinde dich mit deinen Engeln, sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Vögel bzw. generell Flugtiere haben im Tarot auch immer etwas mit der Kommunikation zu tun, deswegen kann es hier unten auch sehr, sehr gut dazu kommen, dass euch etwas oder jemand etwas mitzuteilen hat. Und ich habe mit Absicht etwas gesagt, weil hier auch von den Engeln schon die Rede ist, die euch hier potenziell etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das könnte natürlich auch das Schicksal an sich sein, das könnte Gott sein, das kann das Universum sein. Definitiv scheint es hier für viele von euch um Zeichen sich zu drehen. Zeichen, Signale, die man von etwas Höherem oder einer höheren Macht bekommen könnte, die euch dann häufig Klarheit verschaffen sollen, die euch in eine richtige Richtung schubsen sollen, könnte man auch sagen, beziehungsweise die euch auch dabei helfen können, Blockaden zu lösen, Ängste zu überwinden oder klare Entscheidungen zu treffen. Es handelt sich hier schicksalshafte Wege, könnte man sagen. Es handelt sich hier möglicherweise um auch ganz bestimmte Entscheidungen für einen ganz bestimmten Weg, eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man etwas verfolgen möchte. Meistens hat das dann mit einem Ziel zu tun, mit einem Wunsch, mit einem Anliegen. Aber ich werde noch natürlich das Hauptreading abwarten, um herausfinden zu können, um was es sich hier für viele von euch genau dreht und handelt. Auf jeden Fall ist der Vogel euer Krafttier für diese Zeitspanne und das Seelenfeuer ist eure Hauptenergie. Mit dem Seelenfeuer kann man ebenso diese Zeichen, diese Signalen deuten. Man kann darauf hinauslaufen, beziehungsweise es führt darauf hinaus, dass euch in einer bestimmten Art und Weise hier jemand sozusagen an der Hand führen könnte. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte Oktober 2022 meiner Widder. Das ist der Hierophant. Der Hierophant steht zum einen für die Vogelperspektive, für das große Ganze sehen, Ursache und Wirkung, die Zusammenhänge erkennen. Zum anderen steht der Hierophant aber auch für ganz bestimmte Devisen oder Leitsätze, die man vertreten könnte. Man handelt hier, man denkt hier manchmal auch nach ganz bestimmten Voraussetzungen. Ein ganz klassisches Beispiel für solche Voraussetzungen, beziehungsweise kann man auch sagen, man hat sich etwas vorgenommen, wäre zur Jahreswende oder zum Neujahr nimmt man sich für das neue Jahr vor, abzunehmen oder weniger zu trinken oder weiß ich nicht, eine Gehaltserhöhung oder eine Reise machen, etwas derartiges, also ganz bestimmte Vorgaben, die man an sich selbst sozusagen als Ziel setzt und dann nach diesen Devisen, nach diesen Leitsätzen sozusagen agiert und handelt. Für viele von euch kann das hier eine größere Rolle spielen. Wie geht es weiter? Der Gehängte. Der Gehängte stellt in vielen Fällen ein Stagnieren dar, er kann aber ebenso gut für ein Umdenken oder für einen Perspektivenwechsel stehen. Beide Deutungsvarianten wären hier durchaus noch denkbar. Deswegen muss ich den Gehängten auch weiter klären mit der Erklärungsspiegelung und Konjunktionskarte. Auch der Trigger könnte hier schon einiges verraten. Manche von euch haben eventuell ganz bestimmte Vorgaben oder Voraussetzungen für sich festgelegt, wollten etwas ganz Bestimmtes erreichen und dabei sind sie ins Stagnieren gekommen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass man umgedacht hat, dass man sich zwar
einmal etwas vorgenommen hat, aber im Laufe der Zeit durch Veränderungen, durch Transformationen, durch äußere Einflüsse hat man dieses Vorgenommene, diese Vorgabe hat man eventuell verworfen und hat hier umgedacht. Das wäre die andere Variante. Also das werde ich mir noch definitiv genauer anschauen müssen. Wie geht es weiter? Das ist die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche deutet häufig auf mehrere Optionen hin, die einem hier zur Verfügung stehen. Man spricht auch häufig von der Qual der Wahl. Teilweise kann das hier auch das Gedankenwirrwarr sein. Kopf gegen Herzenergie, Konfusion, Verwirrung ist hier häufig dargestellt. Ich meine aber eher, dass es sich um eine Vielzahl an Optionen handelt. Und durch eine Vielzahl von Optionen, die euch hier ganz bestimmten Wegen sozusagen ja, ebnen könnten, beziehungsweise die euch zur Verfügung stehen, um ganz gewisse Vorhaben in die Tat umzusetzen, könnten einige von euch tatsächlich nicht genau wissen, welchen Kelch sie denn jetzt wählen sollen. Was ist die beste Methode? Was ist das beste Vorgehen? Beziehungsweise wie kann ich mein Ziel am besten, am schnellsten, am lukrativsten, am sinnvollsten erreichen? Das kommt natürlich ganz auf das Ziel an sich an. Aber es scheint hier nicht, dass es nur auf eine Art gehen kann, dieses Ziel zu erreichen, sondern auf viele verschiedene Wege, ja, funktionstüchtig wäre, realisierbar wäre. Und aufgrund dieser Vielzahl an Optionen scheinen viele von euch vielleicht in eine Art Stagnation gekommen zu sein. Man war eventuell sogar überfordert aufgrund der großen Auswahl. Und aufgrund dieser Überforderung hat man hier erst einmal gar nichts getan, anstatt dass man irgendwas tut. Das ist in manchen Situationen tatsächlich ratsam, in manch anderen Situationen ist es tatsächlich nachteilhaft. Werde ich mir ebenso noch genauer anschauen. Wie geht es weiter? Das ist der Eremit. Der Eremit spricht einerseits von der Erkenntnis, von der Weißwerdung, Wissen aneignen, Weise werden. Zum Zweiten steht er aber auch für eine Abschottung, für eine Distanzierung, für die Einsamkeit oder das Vermissen. Mit dem Gehängten und dem Eremiten in der gegenseitigen Spiegelung könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch eine Art Pause eingelegt haben, um ein Ziel zu erreichen, welches vielleicht schon länger versucht wird zu erreichen von euch, wo man schon auch eine längere Strecke zurückgelegt hat zu diesem Ziel hin. Sind viele von euch womöglich etwas müde geworden. Möglicherweise hat man sich hier aber auch die Zeit nehmen wollen, um die nächsten Schritte zu durchdenken. Das sieht hier mit den drei Karten hier in der Mitte schon sehr nach einem derartigen Szenario aus. Die Stagnation, vielleicht auch das Umdenken. Es könnte hier tatsächlich auch beide Deutungsvarianten greifen. Und auch mit dem gespiegelten Eremiten hier die Rast, das Stoppen, das Überlegen. Beziehungsweise man entzieht sich einer ganz bestimmten Situation, um gründlichst darüber nachzudenken, was macht es mit einem, was bringt es einem, was hält man davon und was kann man in diesem Bereich einbringen beispielsweise. Und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man hier diesen Weg weiterführen könnte, wie man die Reise fortsetzen kann. Allerdings meine ich, dass viele von euch sich ihrer Sache sehr sicher sein wollen, anstatt dass sie einfach so etwas ausprobieren, was sich dann vielleicht im Hintergrund, und das ist nämlich die Angst deswegen, als falsch entpuppen könnte. Man macht lieber langsam, aber dann richtig, als dass man etwas zu vorschnell macht oder einfach so spontan entscheidet und es sich dann im Nachhinein als falsch oder als negativ entpuppen könnte. Viele von euch befinden sich in einer derartigen Energie bezüglich eines Vorhabens, welches sich tatsächlich noch weiter rausfinden muss. Wie geht es weiter? Das ist der Narr. Das sind zwei. Interessant, zwei Neustartskarten sogar. Der Narr und der Magier sprechen beide im Gemeinsamen vom Neustart. Es ist die nullte Karte, es ist die erste Karte der großen Arkana und der Ritter der Schwerter ist hier hinten im Outcome. Der Narr ist teilweise etwas sorgenfrei. Das ist jemand, der im Negativen naiv sein könnte, blauäugig sein könnte, vielleicht auch leichtsinnig sein kann.
Eventuell ist das aber auch ein Signal oder ein Trigger dafür, dass man hier in Zukunft optimistischer und lebensfroher oder freudiger, vorfreudiger womöglich auch an seinen ganz bestimmten Vorgaben, an seinen Zielen, an seinen Träumen arbeiten will. Der Magier ist nämlich genau dafür prädestiniert. Das ist jemand, der sich hohe Ziele steckt, der ganz bestimmte Vorhaben in die Tat umsetzen will, der aber nicht darauf hofft, dass das von alleine sich realisiert, sondern das ist schon jemand, der gut und gerne weiß, um etwas zu, ja, erreichen, um etwas zu realisieren, um einen Erfolg möglicherweise auch zu erringen, bedeutet es Engagement, muss man etwas dafür tun, auf gut Deutsch gesagt. Und darüber ist sich der Magier hier durchaus bewusst. Ich werde das noch versuchen, weiter einzugrenzen. Der Ritter der Schwerter hier hinten im Outcome, es ist eine Hofkarte im Luftzeichen, das ist ein Kopfmensch, wenn es eine Person darstellt. Er ist aber auch eine ganz klassische Kommunikationskarte. Und von der Kommunikation ist hier in eurer Hauptenergie ebenso schon die Rede. Das hier ist schnelle Kommunikation. Meist ist das aber auch eine Kommunikation, die mit viel Ehrgeiz, mit viel, ja, vielleicht sogar Hartnäckigkeit in Verbindung steht. Hier appelliert man an jemanden, hier fordert man möglicherweise auch. Diese Karte werde ich ebenso noch versuchen, genauer einzugrenzen. Eine Klärung zum Hierophanten. Das ist die 10 der Schwerter. Die 10 der Schwerter ist eine Art endgültiges Besiegtsein. Man kann hier davon reden, dass man am Boden ist, dass man nicht mehr kann, dass man nicht mehr aufstehen kann oder möchte, vielleicht sogar auch, dass man hier sozusagen am Ende seiner Kräfte ist. Es ist auch Schwarzsicht, Pessimismus ist hier drin manchmal auch zu sehen, was auch eine Rolle spielen kann. Aber die 10 der Schwerter auf den Hierophanten ist eigentlich eine sehr deutliche Sache, nämlich dass man sich zu einem gegebenen Zeitpunkt etwas vorgenommen hat, wahrscheinlich eine Zeit lang auch daran gearbeitet hat, aber es dann vielleicht sogar aufgegeben hat. Womöglich gab es hier äußere Einflüsse, womöglich gab es hier Entwicklungen, die immer größer sich als eine Art Hindernis oder Hürde zwischen euch und eurem Weg sozusagen aufgebaut haben. Es wurde immer unrealistischer oder immer schwerer, ein Ziel zu erreichen, an dessen Erreichung oder an dessen, ja, Realisierung viele von euch über einen längeren Zeitraum gearbeitet haben. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Anhand dieser Karten sieht es hier sehr nach einer Art Stop and Go aus, nach einer Art Auf und Ab, beziehungsweise nach einem Marathon, bei dem ihr eine längere Pause eingelegt habt, aber jetzt mit der Möglichkeit oder mit dem Gedankenspiel, sagen wir mal, diesen Marathon fortzuführen, weiterzumachen. Dort, wo ihr aufgehört habt, setzen jetzt viele an und gehen den weiteren Weg. Eine Klärung zum Gehängten. Das sind die Liebenden. Interessant. Die Liebenden kann hier tatsächlich den Bereich oder das Genre eingrenzen, um das es sich für euch hier dreht und handelt. Es ist dann ganz klassisch eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen euch und einem Menschen, die möglicherweise aber auch dieses große Ziel von euch darstellt. Mit dem konjugierenden Hierophanten wäre es sehr, sehr gut möglich, dass ihr euch vorgenommen habt, einen ganz bestimmten Menschen zu erreichen, jemanden zu erobern, dessen Gunst zu bekommen, beziehungsweise dessen Herz zu erobern, kann man ja auch sagen. Aber bei diesem Vorhaben scheinen einige von euch entweder gescheitert zu sein oder aus bestimmten Gründen, die potenziell in der Vergangenheit liegen, dieses Ziel sozusagen hinten angestellt haben. Etwas oder vielleicht auch jemand hat es euch zu einem gewissen Zeitpunkt unmöglich gemacht, euer Ziel zu erreichen. Da hat man dann, ja, wie gesagt, dieses große Hindernis, diese große Hürde auf dem Weg vor sich gesehen und hat sich gedacht, das werde ich niemals erreichen, das schaffe ich im Leben nicht, wurde dann dadurch demotiviert und hat potenziell aufgegeben oder, wie es der Gehängte jetzt eben sagen würde, einen Stopp eingelegt, Pause gemacht, eine Rast gemacht sozusagen. Vielleicht hat man andere Wege dann eingeschlagen, das kann ich mir ebenso vorstellen, aber was dieses Liebschaftsthema hier angeht, da hat man ja doch eine Zeit lang pausiert, sozusagen den Knopf gedrückt für den Standby-Modus, wenn euch diese Metapher etwas sagt. Eine Klärung zu den 7 der Kelche. Das ist der Turm.
Der Turm in der Mitte eines allgemeinen Readings ist einerseits sehr schwer zu deuten, andererseits ist es aber auch ein gravierendes Ereignis, was hier für viele von euch passieren kann, für manche möglicherweise schon bereits passiert ist. Der Turm ist ein schicksalshaftes Ereignis, etwas, womit man nicht hat rechnen können, etwas, was man nicht vorgesehen hat und in dem Fall auch eine Überraschung darstellen wird. Das kann eine positive Überraschung sein, das kann eine negative Überraschung sein. Ich interpretiere sie im Moment als eher negativ, allerdings brauche ich da auch noch weitere Karten, um das genau zu konkretisieren. Der Turm auf die Sieben der Kelche hat definitiv für Verwirrung gesorgt. Es war eine ganz bestimmte klare Linie vorgegeben. Ihr habt euren Weg, euer Ziel vor Augen gehabt. Und dieser Weg, beziehungsweise das Ziel war man könnte es so formulieren, am Horizont war es schon für euch erkenntlich, ersichtlich. Ihr wusstet genau, wo ihr hin wollt, liebe Widder. Und dann ist etwas passiert. Das sind höchstwahrscheinlich äußere Einflüsse gewesen. Ich bin mir nicht sicher, was da gewesen ist. Es ist wahrscheinlich auch wirklich für die meisten von euch schon passiert und ergo damit in der Vergangenheit. Da habe ich jetzt hier keine Einblicke. Es geht eher um die Konsequenzen von dem, was da passiert ist, was wie gesagt definitiv für eine Verwirrung gesorgt hat. Man kann auch eine Desillusionierung dazu sagen. Da befanden sich oder befinden sich viele von euch in der Lage, wo man sagen könnte, was habe ich mir nur dabei gedacht, beziehungsweise wovon habe ich geträumt eigentlich? Wie konnte ich diesen Weg überhaupt einschlagen, obwohl ich dort schon irgendwo wusste, dass das sowieso nichts wird? Das ist so eine Art Schlag ins Gesicht, könnte man sagen. Eine Art Desillusionierung. Da wird einem schlagartig klar, dass man sich vielleicht zu viel vorgenommen hat, dass man sich vielleicht zu hohe Ziele gesteckt hat oder das Ganze eventuell, so würde es jetzt danach formulieren, auf die leichte Schulter genommen hat. Das kann für viele von euch tatsächlich ein Beispiel sein, wo man gesagt hat, okay, ich schmeiße mich jetzt an einen Menschen ran, der oder die wird dann erkennen, wie cool ich bin, wie klug ich bin, wie schön ich bin, was für ein toller Fang ich doch bin. Und dann hat man diesen Menschen getroffen, man hat vielleicht ein Gespräch initiiert und hat dann festgestellt, dieser Mensch hat überhaupt gar keine hohe Meinung von einem. Dieser Mensch kennt einen vielleicht gar nicht, will einen vielleicht auch gar nicht kennen. Man hat sich ein Ziel, womöglich etwas zu leicht vorgestellt, zu realisieren. Und hat dann hier sozusagen eine Art Retourkutsche bekommen, hat dann hier sozusagen ein Einsehen haben müssen, dass es wahrscheinlich doch nicht so ein Selbstläufer wird, dass es vielleicht doch nicht so leicht wird, in die Tat umzusetzen, wie man es bisher angenommen hat. Das kann für viele von euch, und bitte behandelt das mit diesem Menschen natürlich jetzt als Beispiel lediglich, das kann natürlich auch mit vielen anderen individuellen Vorhaben im Zusammenhang stehen. Eine Klärung zum Eremiten. Das ist die Sieben der Schwerter. Oh, die Sieben der Schwerter ist eine sehr heimtückische Energie tatsächlich. Es geht hier häufig um eine Maske, die man aufhat, um ein falsches Spielchen, das man treibt, beziehungsweise Lug, Betrug und Diebstahl sind hier weitere Deutungsvarianten. Die Sieben der Schwerter auf die Liebenden in der Spiegelung hier, das ist eine sehr spezielle Angelegenheit. Da ist man im Zwiespalt, muss man tatsächlich so sagen, auch hier mit der Konjunktion zu den Sieben der Kelche. Viele von euch könnten hier womöglich einen Fehler bei sich selbst suchen, obwohl es dort gar nichts zu finden gäbe. Es kann aber auch genau andersrum sein, liebe Widder, dass viele von euch den Gegenüber oder einen bestimmten Menschen vielleicht als den Übeltäter oder die Übeltäterin darstellen, obwohl man sich vielleicht an die eigene Nase fassen müsste, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist hier dieses, man will herausfinden und das auf verschiedenste Wege, warum ein Ziel, welches man verfolgt hat und welches sich dann als doch schwerer zu erreichen als vorher angenommen entpuppt hat, warum das Ganze so ist, warum ihr euch so schwer tut, warum das Ganze jetzt sozusagen ja viel unrealistischer wurde, als es sich am Anfang angefühlt hat. In einer derartigen Lage befinden sich viele von euch hier. Die Sieben der Schwerter auf den Eremiten bedeutet nämlich, dass man in sich Kehr betreibt, dass man das genau analysieren muss, dass man da die Ruhe finden muss in sich drin. Viele von euch sind hier zu diesem Zeitpunkt sehr aufgewühlt. Das sieht man hier in allen vier Karten tatsächlich drin. Und das hat etwas damit zu tun, dass man hier vielleicht
zu hohe Erwartungen hatte oder etwas auf die zu leichte Schulter genommen hat. Und da will man jetzt erst einmal herausfinden, wo war der Fehler, woran lag es, was war der Übeltäter, wer war der Übeltäter oder was war schuld daran, dass ich mein Ziel hier doch eher hinten angestellt habe, vielleicht es mir doch zu leicht vorgestellt habe oder warum es nicht passiert ist, woran ihr da gearbeitet habt. Das kann hier ebenso die Frage sein, die ihr versucht euch selbst zu beantworten. Durch Innensichtkehr, durch Innenschau. Seelenfeuer ist da auch eine sehr treffende Hauptenergie. Man sagt auch Seelenanalyse dazu. Eine Klärung zum Narren. War das das Ass der Schwerter? Okay, jetzt ist es ganz klar. Das ist die Erkenntnis hier. Das ist die Wahrheit, das ist der Geistesblitz, kann man auch sagen, beziehungsweise ist es auch die Klarheit, die viele von euch hier noch versuchen zu erreichen und hier bereits erreicht haben, beziehungsweise es ist auch so eine Art Einleuchtung. Interessant, wie hier alles auf den Neustart gepolt ist. Euer Ziel wird hier potenziell das gleiche bleiben. Es sind hier die vier der Stäbe im Outcome. Jetzt kann ich euch die Sache durch dieses Ass der Schwerter ganz genau erklären. Und zwar war ich mit meinem Beispiel wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Mit den Liebenden ist hier für viele von euch tatsächlich das Ziel dargestellt. Das ist die zwischenmenschliche Beziehung zu einem gewissen Menschen. Kann eine Freundschaft betreffen, eine Partnerschaft oder eine Bekanntschaft betreffen, natürlich auch eine familiäre Situation. Aber es geht hier um einen ganz bestimmten Menschen, zu dem viele von euch Gefühle haben. Manche höher, manche niedriger, je nachdem Freundschaft, Beziehung, ne, Partnerschaft etc. Aber ich glaube, dass dies mit ein Anliegen war, mit einem ganz bestimmten Menschen sozusagen einen gemeinsamen Weg zu kreieren. Dieser Mensch war in einer bestimmten Form und Weise und ist es potenziell auch immer noch euer Ziel, liebe Widder. Und ihr habt euch da wirklich vielleicht so etwas gedacht wie, ja, ich rede jetzt mit diesem Menschen und ja, ich entschuldige mich jetzt bei diesem Menschen und dann ist wieder alles gut und wir sind wieder zusammen und gehen Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen. So hat man sich womöglich ein ganz bestimmtes Ziel vorgestellt. Und dann hat man hier gesehen, dass das doch nicht so leicht wird, wie man am Anfang angenommen hat, dass das vielleicht doch nicht mit einer Entschuldigung getan ist, dass man es vielleicht doch anders hätte angehen sollen. Das kann für viele von euch ebenso eine rückblickende Erkenntnis sein, die man hier gesammelt hat. Aber um sich wirklich ganz sicher zu sein, wie mache ich jetzt weiter? Mache ich überhaupt weiter? Das ist hier in der Mitte zu sehen. Diese Qual der Wahl, diese vielen verschiedenen Optionen, die euch zur Verfügung stehen. Natürlich ist Aufgeben auch eine Option, liebe Widder, aber ihr seid Widder. Ihr seid hartnäckig, ihr seid zielstrebig, ihr gebt nicht einfach zu schnell auf. Nicht zuletzt, weil ihr manchmal auch etwas dickköpfig seid oder etwas stur seid. Aber diese Dickköpfigkeit und diese Sturheit, vor allem wenn es um Ziele geht, die kommt euch dann zugute tatsächlich. Und deswegen bin ich mir hier auch sehr, sehr sicher, dass ihr nicht aufgeben werdet. Und mit dem Ritter der Schwerter da hinten und mit den vier der Stäben da hinten im Outcome scheint mir euer Ziel nach wie vor das gleiche zu sein, weil das hier Kommunikation, Schnelligkeit, übrigens auch die zweitschnellste Karte im Tarot und die vier der Stäbe ist eine Art Commitment, eine Verbindung, ein Bekenntnis. Und die kann gut und gerne hier mit den Liebenden zu tun haben. Da will man eine Partnerschaft erreichen. Da will man jemanden als seinen Partner oder als ihre Partnerin erreichen, beziehungsweise eben auch als Erfolg sozusagen verbuchen können. Das ist das Ziel, ein Bekenntnis, wo zwei Menschen sich gegenseitig versprechen. So könnte man es tatsächlich auch formulieren. Wichtigkeit, Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, beziehungsweise auch Loyalität, Treue und Aufrichtigkeit ist darin zu sehen. Eine feste Basis, ein festes Fundament zwischen zwei Menschen in vielen Fällen ist hier in der Zukunft angepeilt. Und ich meine, es ist nach wie vor das Ziel, welches viele von euch schon seit längerem verfolgen. Eine Klärung zu den Zehn der Schwerter. Das ist die Vier der Kelche. Eine Ablehnung kann hier passiert sein. Eine ungenutzte Chance oder ein ungenutztes Potenzial wäre das ebenso tatsächlich. Mit den vier der Kelchen auf die zehn der Schwerter hat man definitiv einen Rückschlag oder einen Misserfolg erlebt. Ich gebe euch gerne nochmals hier dieses Beispiel und ich habe es auch schon vorhin genannt eigentlich tatsächlich. Und es sieht hier mehr und mehr danach aus, dass hier ein ähnliches Szenario für euch stattfindet oder stattgefunden hat.
Ihr habt euch hier an einen Menschen ranschmeißen müssen, umgangssprachlich formuliert, habt gedacht, okay, ich mache ihm oder ihr jetzt schöne Augen und dann lächle ich ein bisschen, dann kommt meine Sympathie rüber und schlecht in Form bin ich ja jetzt auch nicht. Das wird schon klappen. So auf die Art und Weise, grundoptimistisch, wie es Widder auch oftmals sind, ist man an die Sache herangegangen. Und dann hat man tatsächlich vielleicht erleben müssen, dass man abgelehnt wurde, dass man doch vielleicht nicht so gut ankam, dass der Gegenüber vielleicht doch nicht so auf jemanden angesprungen ist. Das wäre hier zu sehen und es wäre hier zu sehen. Die Ablehnung, die Vier der Kelche, jemand will den Kelch nicht, den ihr jemanden angeboten habt. Mit den Zehen der Schwertern ist das ein Rückschlag, ein Misserfolg. Da hat man erst einmal so eine Art Schlag ins Gesicht bekommen. Und das Ganze kann hier mit der Konjunktion, mit einer Liebe, Partnerschaft, Freundschaft oder eben mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun haben. Und das hat für euch erst einmal eine gewisse Verwirrung gesorgt. Das hat hier erst einmal, ja, euch zu denken gegeben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Kam für euch plötzlich, kam für euch unerwartet auf jeden Fall. Manche von euch waren hier in der Situation, wo man sagt, naja, der weiß ja gar nicht, was er verpasst oder die weiß ja gar nicht, was sie verpasst. Ich habe was Besseres verdient oder dieser Mensch, der hat ja keine Ahnung, wie gut ich bin oder wie klug oder wie schön ich bin. So derartig hat man versucht, potenziell eine ganz gewisse Situation abzutun, wenn euch dieser Begriff etwas sagt. Macht euch keinen Kopf, liebe Widder. Jeder Mensch macht das in einer derartigen Situation tatsächlich. Was ihr richtigerweise macht, ist diese Innenschau, ist diese Insichtkehr. Man kann auch hier sagen, verbinde dich mit deinen Engeln. Auch das ist etwas, was man hier gut und gerne beim Eremiten anführen könnte. Eine Klärung zu den Liebenden. Das ist der König der Münzen. Der König der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. Liebe Widder, ihr seid ein Feuerzeichen. Ich sehe hier dementsprechend aber auch nicht unbedingt eure Energie drin. Ich sehe euch hier eben oben eher im Narren drin. Aber mit dem König der Münzen scheint mir hier euer Gegenüber angesprochen zu sein. Das hier ist übrigens auch Widder-Energie mitunter. Also ihr seid hier schon in der Mitte eures Readings vertreten, aber ihr habt euch hier definitiv von einem ganz bestimmten Vorkommnis, von einem ganz bestimmten Ereignis schon, ja, sehr in die Schranken weisen lassen. So kann man es tatsächlich auch ausdrücken, wobei das natürlich auch auf eure persönliche individuelle Situation ankommt. Aber dieser König der Münzen auf die Liebenden, es scheint mir hier dieses Objekt der Begierde zu sein. Es scheint mir hier der Mensch zu sein, den ihr hier erreichen möchtet, den ihr hier für euch gewinnen wollt. Und in der Spiegelung sieht man, dass dieser Mensch mit eurem Ziel zu tun haben kann. Für die meisten von euch wird das tatsächlich so sein. Aber dass dieses Ziel ins Stocken geraten ist, dass dieses Ziel stagniert, dass man da potenziell nicht weiterkommt, weil man entweder hier eine Ablehnung erfahren hat, die sich aber gewaschen hat, also mit der man auch gar nicht gerechnet hat. Und jetzt man sich erst einmal wieder sammeln muss, man erst einmal wieder, ja, man könnte sagen, zur Erkenntnis kommen muss, beziehungsweise man braucht wieder die Hoffnung, die Zuversicht, vielleicht auch den Glauben an sich selbst oder den Glauben an sein Ziel, dass man es realisieren kann. Die Motivation könnte hier auf der Strecke geblieben sein für viele von euch, liebe Widder. Eine Klärung zum Turm. Das ist der Page der Stäbe. Und jetzt haben wir hier auch das Feuerzeichen. Liebe Widder, hier seid ihr. Ihr fühlt euch hier nicht in der Liga des Gegenübers spielen. So kann man es sehr, sehr deutlich ausdrücken und sehr, sehr deutlich aber auch hier erkennen. Und das ist eine Einsicht, eine bittere Einsicht, eine schockierende Einsicht für viele von euch tatsächlich. Dieser Turm hier ist tatsächlich eher negativ zu deuten. Mit den Sieben der Schwerter, mit dem Gehängten, mit den Sieben der Kelchen hier. Die anderen Karten sind eher neutral tatsächlich mit zwei Hofkarten. Und den Liebenden ist das Gebiet eingegrenzt. Ganz, ganz logische, klare Deutung hier eigentlich. Viele von euch haben hier gedacht, es wird leicht, gedacht, ich schaffe das, gedacht, ja, dieser Mensch, der wird mein Potenzial erkennen und dann werden wir Kinder kriegen und heiraten etc. Das sind natürlich Träume, die man sich vornimmt, Träume, die man auch realisieren kann. Natürlich, nach wie vor kann man das realisieren. Aber manche von euch, und das sieht man hier in eurer Ausrichtung, hier das Feuerzeichen, das seid ihr, und ihr fühlt euch hier wie der Page im Gegensatz zu eurem König. Man kann auch sagen, zu eurer Königin.
Königin, aber auf jeden Fall ist hier der Gegenüber dargestellt und ihr fühlt euch diesem Menschen nicht gewachsen. Unterwürfig, rangniedriger, könnte man tatsächlich auch sagen. Hier vermuten oder hier haben viele den Eindruck, dass euer Gegenüber den Menschen, den ihr hier für euch gewinnen wollt, nicht gerade mit euch verkehren würde, dass ihr nicht gut genug seid für diesen Menschen oder nicht würdig seid für diesen Menschen. Und das hier in der Mitte des Readings stellt für euch eine Art Schlag ins Gesicht dar, einen Rückschlag, einen Misserfolg, eine bittere Erkenntnis. Eine Klärung zu den 7 der Schwerter. Das ist der Herrscher. Es geht hier nach wie vor um diesen Menschen. Also man will hier aufgrund seines Misserfolges, aufgrund seiner Ablehnung, aufgrund seiner Zurückweisung dennoch sein Ziel nicht aus den Augen lassen. Was ich sehr, sehr positiv empfinde, was ich sehr gut finde, was ich sehr beachtlich finde auch tatsächlich. Und man definitiv auch respektieren muss. Es soll hier dieser Mensch sein. Dieser Mensch hat es euch angetan. Dieser Mensch hier als Herrscher auch dargestellt, spiegelnd auf den König der Münzen. Also das ist definitiv die ein und selbe Person hier, und mit dem Herrscher ist hier eine hochwertgeschätzte, respektable Person dargestellt, die man aber auch häufig hier vielleicht kritisiert, an der ihr, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt böser, als es eigentlich gemeint ist, aber Schuld abwälzen würdet, liebe Widder. Dem Menschen gebt ihr teilweise die Schuld, gescheitert zu sein. Ihr gebt hier teilweise die Schuld diesen Menschen, dass ihr noch nicht an euer Ziel angekommen seid. Wenn dieser Mensch mehr mitspielen würde, wärt ihr schon längst dort angelangt. Das ist für viele von euch häufig sozusagen, ja, eure Gedankenwelt, euer Gedankengang hier. Wobei das manchmal natürlich stimmen kann, aber manchmal nicht stimmen muss. Das ist auch manchmal teilweise die Selbstmanipulation hier. Ich sehe hier nach wie vor, dass ihr gründlichst über diesen Menschen nachdenkt. Was habt ihr richtig gemacht? Was habt ihr falsch gemacht? Was hat der Gegenüber richtig gemacht? Was hat er falsch gemacht? Was hätte man anders machen können? Was sind die Voraussetzungen, dass ihr den Kampf wieder aufnimmt? Was sind die Gegebenheiten, dass ihr den Kampf vielleicht aufgibt, komplett aufgibt? Es ist hier sehr, sehr viel Innenschau dargestellt. Es ist hier sehr, sehr viel, ja, Selbsterkenntnis, möglicherweise auch Erkenntnisse über den Gegenüber dargestellt. Man nimmt sich hier viel Zeit, um gründlichst über eine Angelegenheit nachzudenken, die für viele von euch eine Herzensangelegenheit darstellt. Und deswegen verwundert es mich nicht, dass es nach wie vor um diesen Menschen geht, dass ihr euch hier nicht umorientiert, möglicherweise vielleicht eine andere Art und Weise des Vorgehens in Erwägung zieht. Aber definitiv bleibt das Ziel das gleiche. Seelenfeuer ist hier tatsächlich schon eine sehr, sehr treffende Energie, die man hier sehr, sehr gut sieht. Hier brennt eure Seele für jemanden und hier gibt es überhaupt nicht im Ansatz die Möglichkeit, dass es ein anderer Mensch wäre als dieser Mensch hier, den ihr erreichen möchtet, der euch wichtig ist, beziehungsweise der an eurer Position Nummer 1 kommt. Eine Klärung zum Ast der Schwerter. Das ist der Magier und den haben wir jetzt hier und den haben wir jetzt hier auch nochmals. Es ist nach wie vor jener, der Ziele, Wünsche und Träume sich steckt und auch an dessen Realisierung arbeitet. Und arbeiten ist hier das Stichwort, denn ich habe hier unten die 8 der Münzen als eine ganz klassische Arbeitskarte, als dritte Outcome-Karte. Der Magier hier, Neustart, das Ass und der Narr, Neustart, alles hinten hier Neustart. Und man hat hier eine Zeit lang benötigt, um sich über vieles klar zu werden. Was bedeutet euch dieser Mensch? Wie wichtig ist euch dieser Mensch? Gibt es Möglichkeiten, gibt es Optionen, wo es nicht diesen Menschen hier als Ziel Nummer 1 gäbe? Ich glaube, dass in diesem Gedankengang viele von euch längere Zeit sich befinden werden, den aber dann mit einem Nein abschließen werden. Es soll nach wie vor dieser Mensch, respektive dieser Mensch hier sein. Auch wenn man hier abgelehnt wurde, auch wenn man hier einen Misserfolg verbuchen musste oder einen Rückschlag erlebt hat, das Ziel bleibt das gleiche. Vielleicht brauchen einige von euch eine Zeit lang, um sich von diesem Rückschlag zu erholen. Vielleicht brauchen manche von euch auch noch eine gewisse Motivation, den Kampf weiterzuführen. Mit den 8 der Münzen hier hinten ist die weitere Arbeit dargestellt. Schaffenskraft, Tüchtigkeit, Energie, beziehungsweise habt ihr hier nach wie vor einen Grund, früh aufzustehen. Ihr habt einen Grund oder das Ziel eben,
für euch zu engagieren. Ihr habt hier diese Sache, diese Angelegenheit, die ihr realisieren möchtet. Und das ist euer Ansporn, das ist euer Antrieb. Also man kann hier sagen, ihr steht wieder auf, nachdem ihr auf den Boden geworfen wurdet. Wenn euch das tatsächlich dann eher liegt, liebe Widder, kann ich es natürlich dann auch so ausdrücken. Aber ich hoffe, ich konnte euch hier in diesem Hauptreading die Einsichten, die Klarheiten, die Details nennen, die gut und gerne auf eure persönliche Situation resonierend sind. Und wenn das resoniert für euch, wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet, beziehungsweise wenn ihr diese Dynamik hier kennt, die ich euch hier versucht habe zu beschreiben, könnt ihr natürlich gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Müsst ihr natürlich nach wie vor nicht. Wie schon gesagt, anhand dieser drei Outcome-Karten und auch dieses Readings erwarte ich und hoffe ich, dass ich im weiterführenden Reading noch etwas mehr Erkenntnisse, Details und Einsichten liefern kann. Natürlich dann auch potenzielle Prognosen anstellen kann, wie das Ganze weitergeht. Liebe Widder, ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Oktober weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.